dass sie sich wieder so beschweren, dass sie beschweren, dass die Tonnen so schwer sind. Bringt die halt nach oben, ist ja hoch hier. Der Tee am Morgen. Es ist Wahnsinn, was wir für Wäsche haben. Ich sitze schon im Flur jetzt, weil ich in der Küche keinen Platz mehr esse. Weil wir so viel Wäsche haben. Hallo. Hallo. Gut, wann müssen wir los? Oh, eine Viertelstunde Zeit, wenn die stimmt. Frühstück. Was ist das? Ich habe den Kindern gemacht, das wollte keiner. Ich nehm's. So, geht los am frühen Morgen, auf alle Fälle. Mensch, ich hab's ja einen Auftrag gleich, sofort bei. Regenwetter, trotz Regenwetter. Ein Diamant Country Cross oder so. Naja, aber Auftrag ist ja auch zu viel gesagt. Vorderreifen wieder platt und Bremsbelag hinten. Ja, das sind ja nicht wirklich die Herausforderungen, die es so zu meistern gibt. Aber Arbeit ist Arbeit. Machen wir das schnell. Boah, der Keller ist ganz feucht, ey. Ganz im Boden. Alles richtig schön feucht. Und jetzt überlegt man, hier drin lag Teppich. Vorher und Müll oben drauf. Also wie das gestockt hat und gestunken hat und so. Naja, schon ganz gut, dass der Keller geräumt wurde. Ein bisschen Luft jetzt rankommt überall. So, ich fange an. Ich beginne. Na gut, also wie gesagt, eigentlich im Grunde genommen könnte ich mir das sparen, jetzt zu zeigen, wie ich platte Reifen oder so wechsle. Aber es ist halt der erste Auftrag in dieser Woche. Den zeige ich euch einfach mal. So, hier ist der Bremsbelag in Ordnung, aber das Vorderrad ist platt. Das baue ich einfach mal schnell aus. Zack, schon ausgebaut. So schnell geht's. Zumindest aus dem Rad raus. Jetzt mache ich den Mantel und Schlauch ab. Jo, naja, gestern war furchtbar. Ey, wir waren gestern frühstücken mit den Kindern. Das war eine Katastrophe. Ja, wirklich. Okay. Die haben sich so hart von daneben genommen. Wäre ich in diesem Etablissement nicht schon seit den 90er Jahren Stammgast, hätte ich mal Latti schämt dafür. Meine Lumen ist sehr speziell, klar, aber ja, kann man nicht mehr essen hier, wa? Alle Kinder hatten ja mal die Phase von uns, oder jedes Kind wahrscheinlich, nicht nur unsere Kinder, haben ja irgendwann mal die Phase, wo sie irgendwie sagst, mit denen kannst du nicht rausgehen, mit denen kannst du nicht essen gehen. In der Öffentlichkeit. Überhaupt nicht gehört. Also, aber bei Lumen, da hält das natürlich an. Und dann machen die anderen natürlich mit aus Sympathie, wa? Außer die Älteste hier, Anouk, die ist. Oh, Scar, die macht dann auch mit. Das ist ihre Schwester. Wenn ihre Schwester Terror macht, macht sie mit. So, dann setze ich den wieder auf und hole einen neuen ja, doch hier, wa? Das ist ja doch schon, der Franz, der schon hier ganz schön. Wie sich nach dem Aufpumpen fällt. So, ich hole einen Schlauch. Jetzt haben wir einen Schlauch und den bauen wir jetzt hier rein. Ventil zu mir, Schlauchblatt platt auflegen, erstmal Mantel drüber ziehen, dann den Schlauchen flach in den Reifen rein. In den Reifen, nicht auf die Felge, in den Reifen.
Und zwar ohne zu verdrehen. Der macht sich hier oben total beschissen. Ich mach's hier. So, eine Runde rum. Ventil ein bisschen reinstecken. Nicht komplett, sonst kriegen wir hier raus. Und dann den Mantel wieder. Schließen. Piep Glocke. Kann ich weiterreden? Oh. Konterring. Ja, und wieder rein damit. Ich habe heute ein bisschen Geld verdient. Wenn euch der Arsch mehr kommt. Ja, wenigstens eh Auftrag und die Stromkosten drin. Nehmen wir ein bisschen raus hier. Aufpumpen. Gut. Achso. Bremsbelag Hinterrad. Bremsbelag Hinterrad. Zeig euch ganz kurz. Da sieht man, denke ich mal, ganz gut, dass da nicht mehr drauf ist. Ja, jetzt holen wir noch einen Bremsbelag hier. So. Das war gerade sprachlos. Gut, siehst du? Dem Bremszug ein bisschen Luft geben jetzt, ein bisschen Spiel, dann kann man es jetzt auch eventuell einhängen. Gut, jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt weg den Zug wieder ein bisschen spannen, das ist ein bisschen locker. Ah. Naja, Problem ist, also der Zug läuft ein bisschen lahm. Also ganz schön eingerostet. Den Zug sollte man eigentlich auch neu verlegen. Da schaut mal, wie der aussieht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht, aber diese Rotfärbung hier, das Rost komplett. Also hier draußen, klar, kann passieren, aber drin sieht es ja nicht besser aus. Das sollte man eigentlich auch erneuern. So, ja, war jetzt nicht die Aufgabe, deswegen habe ich jetzt erstmal, ich bin fertig mit dem ersten Auftrag. Ich habe jetzt erstmal Bremszug gewechselt und einen Schlauch gemacht. Das ist der erste Auftrag für die Woche. Und mal gucken, also das Wetter ist ja nicht so berauschend. Wettertechnisch fängt es nicht gut an, aber gleich den ersten Auftrag, das ist schon mal schön. Ja. Ich lasse mich überraschen von der Woche. Ne? Leute, ich habe Schläuche zum Basteln. Hier. Also wer Bastelmaterial braucht, braucht sich nur mal melden. Ne? Schläuche und Mäntel zum Basteln. Oder so, weil, ist ja. Die kommen eh in eine Tonne, die werden entsorgt und man kann eigentlich viel draus machen aus den Sachen. Das jutet Material. Wenn er clever ist, baut er Spinnennetze draus, also so Spannen, gut technisch so. Aus den Schläuchen und aus den Mänteln kann man, aus den alten Mänteln kann man wunderbare Gürtel machen und so ein Scheiß. Also so kein Witz, funktioniert wirklich. Was haben wir hier? Vorderradbremszug hier, also Vorderradbremse, Bremszug neu. Der steckt nämlich fest, der ist so eingerostet, also richtig. Den müssen wir neu machen. Und hinten haben sie ihr Licht abgebrochen. Vandale quasi. Naja gut, also wenn es so aussieht, sollte man es eh wechseln, ne? Wenn es hier so gebrochen ist.
Ja, da ist der neue Zug schon drin, ne? Neuer Zug, neue Hülle. Ganz simpel geht es. Dann wird einmal geschraubt hier. Beim zweiten Einstellung. Und fest. Und dann nehmen wir noch ein Tuch und wischen mal den Dreck ab. Was da so kratzt, ist der ganze Sand und der ganze Zeug vom. Das ist nicht gut, das muss weg. So viel Dreck und Müll, ja. Weniger Spannung. Jetzt die Licht hinten dran. Mitkommen. Tja, oh, hat jemand hier, sehe gerade hier mit Klebeband den Bremszug festgeklebt. Na, fantastisch. Ah, hilft. Schönes Design. Bremst auch gleichzeitig ein bisschen mit. Ist ein Bremskraftverstärker quasi. So. Und dann geht's los, Züge tauschen, Bremszüge tauschen und nicht aus dem Grund, weil es da ein bisschen festgeklebt ist, das macht ja nichts. Das wäre ja noch gut, sondern weil sie hier mehrfach gebrochen sind. Mehrfach. Hier, überall gebrochen, da, überall durchgebrochen. Ein Müll, ey, unglaublich. Sondergleichen. Klingel. Klingel restaurieren, ja. Habe ich einen schönen Kommentar bekommen von einem YouTube-Abonnenten. Verrückte Idee. Da hätte er auch drauf kommen können. Ja, das ist, das ist natürlich Schwachsinn eigentlich. Wie gesagt, die Zeit rechtfertigt ja nicht das. Ja, aber eigentlich ist es auch Schwachsinn, überhaupt sowas herzustellen, sowas zuzulassen, dass das so billig hergestellt wird. Wahrscheinlich kommen die auch aus China. Auch auf, ist zwar der Christophorus drauf da auf der Klingel, aber die Klingeln kommen heutzutage alle aus China, oder? So billig Zeug. Also. Dürfte man eigentlich auch nicht ins Land lassen, so eine Ware. Quasi. Schädigung der Volkswirtschaft oder so. So, die haben wir ausgegangen. Den Zug auch hier. Ja, die Züge. Es ist schlimm. Leute, achtet drauf, dass eure Züge gut laufen. Quatsch, so viel Kraft drin zu stecken, um bremsen zu müssen. So, den haben wir. Bremsen muss natürlich leicht gehen, oder? So leicht wie möglich.
So, wo ist denn der Duke? Gut, dann wollen wir mal. So, Züge habe ich jetzt alle zurechtgeschnitten. Den Bogen werde ich nochmal benutzen. Mal ein bisschen Fett oben drin hier. Fett ist immer gut. Fett. Ich habe mich angeschossen. Voll mit Fett angeploppt, ey. Moin, Wolfgang! Na, was gibt's? Ja, was ja, ja! Ich hab was für dich! Wolfgang hat was für mich. Wollen wir mal gucken, was Wölfchen hat. Ich komme! Ja, also, voll egal, ich hab's im Ziel nicht, ne? Da sagst du, wie heißt du? Engelchen. Ein Engelchen? Dann ist das sowas? Ich sammle ja auch nicht, weißt du? Ja, ich hab so kleine, du hast halt, das Halbwort in der Hausführer gefunden, kleine Engel. Ja. Weihnachtsengel. Ach so, ja, naja. Ganz kleine Ding. Aber hier hinhängen irgendwo. Ja. Hier haben wir schon ein paar Dinger hier hängen. Ein paar Sachen ja, haben wir schon hängen. Was? Gucken, Engel haben wir hier auch hängen. Da hängt ein Engel. Naja, ja, aus Porzellan ist es aber. Ah, hängen wir auch hin. Ja, wie gesagt. Engel müssen fliegen. Ja, was gibt's Neues? Ja, nicht viel. Nicht viel. Kommt ein bisschen zu tun. Ja, hat schon bemerkt, schon hat schon gemacht. Ja. Guck mal, ich hab die alle in der Haare gehabt. Jetzt kriegen sie doch wieder ran und das geht doch alles. Ich sag, kostet. Nein, das ist nicht so. Ich sag, ach. Der Wolfgang ist aufgeregt. Ich sag, das Ding habe ich doch schon jahrelang, so eine kleine Schachtkiste. Das ist ja jedes Ding, wa? Ja. Ja, jetzt wollen sie mir so große verschafft, aber wenn du kannst, also für Internet. Also, ich muss das haben, sie müssen das. Nee, da müssen wir was, ich muss ja nicht. Ja, ich muss ja überall ist, das überall sein. Alle können mir Internet verkaufen, verjubeln. Wissen Sie was? Die können mir damit Hobel blasen. Naja, es ist doch wahr. Ich habe Geld nicht dazu. Geben Sie mir dann mal 200 Euro mehr, damit ich das Internet bezahlen kann, alles. Ja. So, dann kam heute, da ruft einer an bei mir, kann ich dem Jahr noch was helfen? Ich sage, von mir aus kannst du ja mal kommen. Ja, helfen, ja klar. So, und immer heute rufe ich an. Ich sag dir Sonntagabend Bescheid. Ja, das klappt. Ja, blablabla, geht nicht. Ich habe auch keine Zeit am Dienstag morgen. Ich habe das viel Wetter. Ich habe das Unnicht, ich muss ja noch mal zum Hammerplatz. Ja. So. Ja. Er muss dann noch mehr. Ich weiß, da ist eine Cousine oder die liegt zu sterben. Ja. Das ist ja auch so. Scheiße. Das ist auch so, ja. Aber ich meine, ist doch alles sein. Ich verspreche doch aber ja nicht, ich hab da die Reihe eingeladen. Dass ich da alleine gesagt habe, ob er helfen kann. Das ist doch nett von ihm. Ja, klar, ist nett von Leute, klar. Wenn da jemand stirbt, dann muss er hin. Nee, aber ist doch ja. Alle sagt er, das wüsste ich doch aber vorher. Nee, das weiß man nicht vorher. Ich wüsste Bescheid, oder ich sag doch eine Stunde vorher. Wolfgang ist witzig, unfreiwillig, komisch. Ah ja, ja, da muss er nach hinten, nach Nürnberg, liegt die Cousine im Sterben. Aber das weiß man doch vorher. Nee, leider weiß man sowas nicht vorher, Wolfgang. Ja, ein bisschen weltfremd, das ist manchmal schon. Das Wölfchen. Das sind so die Automatismen, mit denen er so antwortet. Ja, was wollte ich jetzt? Bremsblock. Juti. Jetzt stellen wir die Bremse noch ein bisschen ein. Hinten ist sie total verstellt und die Achse ist auch kaputt, wie es aussieht. Eieiei. Vorne ist eine totale 8 drin. Das ist ein Katastrophenfahrrad. Ja, das Fahrrad habe ich geschenkt bekommen vom Kumpel.
Was ist denn das für ein Geräusch? Ich sehe nichts. Kloppt, ey. Gut. Ja, das ist für mich sehr unbefriedigend, das Ergebnis, weil... Der Zug ist jetzt zwar schön, aber eben die... Das Laufrad ist eigentlich durch, also da hilft auch kein Einstellen mehr. Das merke ich schon beim Rollen, das läuft richtig rau. Mit anderen Worten, da sind die Kugeln schon durch, schon hinfällig. Vorne ist eine totale 8 drin. Deswegen habe ich es jetzt so breit eingestellt hier. Aber das da müsste ein neues Vorderrad rein eigentlich, regulär. Und ein neues Hinterrad, also neuer Laufradsatz. Neuer Laufradsatz bei dem Rad. Also lohnt sich eigentlich nicht, muss man mal sagen. So, hier ist doch ein recht schöner Auftrag tatsächlich mal. Nämlich ein Miche Vorderradlaufrad. Von guter Qualität. Mit einem ausgerissenen Speichennippel. Da war wohl zu viel Spannung drauf. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Ausgerissen. Die Öse ist noch da, deswegen kann man das ruhig wieder reinsetzen. Da sollte man immer darauf achten, dass die der Speichen, also der Nippelsitz sozusagen, dass der nicht beschädigt ist oder so. Oh, wunderbar. Ah, wunderbar. Tja, da ist der Nippel, der Rest vom Nippel. Der andere Rest steckt ja noch drin. Den holen wir jetzt aus. Das Schlimmste ist das Zentrieren tatsächlich. So. Na, endlich. Dad. Wow. Super, fertig. Besuch von der Handwerkskammer. Für Technologie und so. Sie es, wir, ihr, sie. Klatsch, gegen den Rand hingefallen, umgekippt, ausgelaufen. Jo, was machen wir denn jetzt hier? Tut mir leid, dass er jetzt ein bisschen im Leeren standet. Oh, Mensch. So, hier haben wir den Reifen. Schlauch brauchen wir natürlich auch noch. Was haben wir da für... Oh, jetzt kommt der Müllmann und räumt wieder rein. Jetzt haben sie beim Müll so einen Sklaven, der immer die Tonnen vorher rausrollt. Habe ich das schon erzählt? Also beim Papiermüll. Da kommt jetzt immer so eine versuppte Firma. Von so einer Firma, so ein Mannequin an. Der rennt immer vor und holt die ganzen Tonnen, zieht die ganzen Tonnen raus und stellt sie an der Straße. Und wenn die durch sind, kommt er hinterher und stellt die Tonnen wieder rein. So wird das alles noch billiger. Wenn die zwei Damen von der Handwerkskammer, das war ja schön, Werbung für das Handwerk und dann fahren sie mit einem platten Rad los da. Das ist ja unglaublich. Dann kommt die Lappenaktion. Also zum ersten, die erste Lappenaktion. Lappen. Das ist immer noch rostig, ne? Ja klar, das wird jetzt alles durchs Drehen und durchs Machen und Tun sozusagen auch nochmal richtig ausgewaschen.
Verstehen Sie Englisch? Ein bisschen. Ein bisschen. Du verstehst doch gut Deutsch. Holländer? Nein. Ich verstehe kein Deutsch erst all. Ein bisschen. Ein bisschen. Haben Sie einen Punkt für mich? Teuer ist. Okay. Can I borrow a pump? A pump? Yeah, yeah. It's on the stairs. On the stairs, I just. Yeah. Danke schön. No problem. Where are you from? Newcastle upon Tyne. Okay. Yeah. Mensch, fast akzentfrei Deutsch gesprochen hat. Das ist sehr gut. Eine gute Voraussetzung. So, das sieht doch sehr gut aus. Naja, der Allgemeinzustand lässt sehr zu wünschen übrig. Ach, wie auch immer. Next. Wir haben verschlissenen Antrieb hier, aber so was von, also vor und zurück. Mitspiel. Oh mein Gott. Das ist nicht zu löten. Keine Platte, weißt du? Du kannst ja auch, du fragst ja nach, weil wenn du ein Fahrrad hast, was du ankaufst, ob es geklaut ist oder machst du noch? Oder? Na, ich kauf keine mehr an. Also außer da bin ich mir sicher, dass das. Weil ich habe ja auch noch ein Fahrrad hier, so ein Pucki hier, weißt du, für meine Tochter, das stand im Keller, war unser Keller und keiner hat kein gehört. Ja, kannst du ja bei der Polizei anfragen. Kannst du bei jeder Polizeidienststelle. Achso, ihr habt ja keine mehr. Nee, das, die ist jetzt in Karlstraße. Karlstraße, das ist doch alles super. Was ist hier los? Mit dem Boliden? Mit dem Raleigh? Schöne Draht, Tretlager ist im Arsch. Tja, kann man nicht machen. Griffebrucher, Hörnchen, zentrieren, Fragezeichen. Gut. Tretlagerausbruch beim Raleigh. Wo positioniert euch hier? Wollt ihr da zugucken oder etwa nicht? Wollt ihr da nicht neugierig? Na dann, wollen wir mal. Meinst du vom Feinen hier? Alter, du ganz gespannt, was uns hier drin erwartet. Für ein Desaster. Kohle abziehe, ist das? Den schraube ich hier rein.
Achtung, geht los. Ich hab's auch. Wenigstens Kobel haben wir schon mal. Hier, muss ich noch dazu sagen, das hat sich ja hier gelockert, auf der Seite. Das ist natürlich, das kann man auch einfach nur nachstellen. Ich schaue mir das mal innen drin an. Wie das aussieht. Und dann rufe ich nochmal an. So. Den Ring habe ich ab. Nicht kontrolliert gedrückt. Wahnsinn. Das ist ein sehr guter ach, wie heißt denn das jetzt? Mann, ey, total Blackout. Das ist ein sehr gutes Tretlager, eigentlich. Tange, Tange! Wunderbar, Tange!
Bloß das braucht er halt hin und zu mal ab und an mal Service, ne? Also wenn man das einfach so lässt und drauf lässt, das ist ja ein Wartungslager. Das muss man ab und zu schon mal auseinanderschrauben. Sauber machen, neu fetten. Und wieder zusammen. War halt sehr witzig, wie er vorhin meinte. Ja, und schon nach einem Jahr fing es wieder an zu klappern. Hä? Wie schon nach einem Jahr? Das ist ein Traum heutzutage. Es fängt an zu klappern, wenn du aus der Werkstatt raus bist. Klappert in der Werkstatt schon, vor Angst, dass man es benutzt. Ist freiwillig schon am Auseinanderfallen. Bitte benutzt mich nicht, nein. Nach einem Jahr. Also. Hat da vielleicht mal zum Nachziehen kommen müssen. Machen wir die Lager ein bisschen sauber und dann baue ich das wieder ein, weil das ist wirklich top. Gute Qualität, Mann. Sauber machen, Fett rein, fertig. Voll fett, Mann. Ja, egal. Nach einem Jahr fing es schon wieder an zu klappern. Jungs, ey, was ist mit euch los nach einem Jahr? Das ist ja ein Rennrad. Ist ja nun nicht so, dass da keine Belastung drauf ist. Na, eingerufen, aber eben nicht kaputt gefahren. Ey, Gott sei Dank. Na, und wenn es dann klappert, dann hört er einfach auf mit fahren. Das ist am besten. Oh nee, ist kaputt. Scheiße. Die andere Seite ist voll am Arsch. Tut mir leid. Schade ums Lager. Hier ist voll die Rillen drin. Also wenn es nur so blank wäre, alles gut. Aber hier die Rillen, hier sieht man die. Ja, richtige Narben. Das kann man nicht machen. Kann man nicht mehr einbauen. Scheißen Dreck, Pissenarsch. Na wirklich. Ärgerlich. Wir gucken mal neu. So, da bin ich wieder. Shimano. Auch nicht ganz billig. Kommt jetzt hier hin. LX-Lager oder so. XT gibt es ja leider nicht mehr. Vierkant. Vielleicht noch irgendwie, vielleicht bei eBay oder so. Aber holt euch XT-Lager, die sind richtig gut. XTR muss nicht sein. Das ist ja, das muss nicht sein. Ja, oder am besten holt euch ein Phil-Wood-Lager. Ja, macht doch das dann gleich. 100 Euro die Achse alleine. Also nur die Achse. Nur das, ein 100er. Ist ja auch nicht teuer, wenn man das eh mal kauft. Und dann ist das ja gut. Kann man ruhig mal machen. Ist ja auch Titan, denn ihr braucht. Für einen 100er. Wir kosten die mehr. So, ich glaube hier, wo ich ein bisschen Beistand. Schon nach einem Jahr. Oh, das sieht mir ja nicht aus dem Kopf. Das ist ja furchtbar. Stell dir mal vor. Was ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Darfst du Kim erzählen? Heutzutage sowieso nicht. Meinte du, das darfst du keinem erzählen. Nach einem Jahr muss ich mich quälen. Na, mal gucken, wie lange das hier hält. Bin sehr gespannt. Ihr habt zwar eine Individuallösung hier für den Lenker vorne. Das mache ich noch. Nur sage ich jetzt nur an, falls ich jetzt das nicht mehr mitfilme.
weil die Speicherkarte voll ist. Ist doch der jetzt, ey, warum ist denn diese scheiß Speicherkarte voll? Da kann ich euch sagen, die Speicherkarte ist voll, weil ich immer noch keinen vernünftigen Mikrofonanschluss habe für diesen verfickte GoPro Backpack, was nicht funktioniert, weil der Akku nicht funktioniert. Ich bin sauer, ich bin so sauer eigentlich deswegen. Ja, ich hier rum mit zwei Karten irgendwie und muss halt immer sehen, dass ich alle drauf kriege und knapp alles machen. Und ich würde gerne einfach den Tag durchlaufen lassen, so wie früher. 8 Stunden oder 9 Stunden nehme ich auf. Eine Stunde kann ich zwischendurch mal ausmachen oder so, die spare ich mir, wenn es dann mal länger dauert. Dann, ne? Und dann sortiere ich hinterher aus. Aber so ist das richtig scheiße. Finde ich das richtig kacke. Also mit 4 Stunden oder 5 Stunden kann ich doch nicht anfangen. Das ist mir zu wenig. Ich brauche mehr. Und GoPro kriegt das nicht in den Griff. Diesen Scheiß, diese verfickte, elendige. Ich habe schon 3-mal hingeschickt jetzt. Bis jetzt kam noch alles zurück. Wundere ich mich auch. Hätte ja auch schon mal wieder zurück sein können. Können Sie sagen, ja, Herr Müller, also Sie können ja nun mal ja nicht mit unserem Material umgehen. Das wäre ja mal eine Ansage. Sagen Sie wahrscheinlich jetzt. Ey, das ist ja auch doof. Mir alle 1,5 Monate irgendwie ein neues Backpack, ein Akku-Pack zu schicken. Für die Vierer. Gut, der ist drinne. Den ziehen wir noch ein bisschen nach. Und jetzt kommt die Tretkurbel wieder auf und dann sind wir fertig mit Tretlagerwechsel. Und da war ja mal ein Tretlagerwechsel, den ich vollbracht habe. Point. Der Altladen. Vorher war es der Altladen. Nee. Warte nicht. Altladen ist auch nur Deko von mir. Das ist ein Schild, was ich mal gekauft habe. Auf dem Flohmarkt, ne? Habe ich das gekauft, fand das toll. Hab's mitgenommen und hab's einfach angebracht. Was ist denn das für ein Laden? Ja, bei Grand Point ist der. Ja, Fahrradsalon heißt der Laden. Ja, was ist denn das für ein Laden? Ja, Antik- und Kunstsalon ist der Laden. Und dann haben wir noch eine Bezeichnung draußen, nämlich der Altladen. Also, können Sie sich aussuchen. Die Leute sind total verwirrt. Das tut mir leid. Aber es gibt ja auch genauso viel, wie es Namen gibt, gibt es hier drin zu entdecken in dem Laden. Also Tretkurbel ruf, der zeigt noch schnell. Zack. Auch auf die andere Seite. Kurbelchen ruf. Jetzt kommen Schräubchen. Tretkurbelschrauben. Ja, ich war anders, dann muss ich wieder laufen. Vorher war es ja Altladen. Ne! Fahrradhandlung und Reparaturwerkstatt. Das ist genau der alte Schild da oben. Ne, die will er nicht. Ne, war die Brand New. Er will bestimmt seine super Abdeckkappen, diese Schraubbahnen. Abdeckkappen will er drauf haben. Die sind ja auch aus Metall. Da kann ich es verstehen. Bei den Plastikdingern wäre die ja. Oh, Mann, der wäre so ein Krüppel, ey. Ich kann mich noch nicht mal mehr richtig nach einer Schraube bücken, ey. Bück dich, befehle ich dir. So, schraube ich erstmal handfest rein. Ich werde so dem Kunden mitgeben und sagen, probier mal aus. Ja, dann habe ich ein bisschen mehr Umsatz, weil dann kommt er nämlich morgen wieder und dann sagt, oh, jetzt ist alles kaputt, Mensch, da müssen wir doch ein bisschen mehr machen. Die Tretkurbel muss jetzt auch noch gemacht werden. Ja, so mache ich das. So, wer das lobt, der darf gleich umschalten, ja. Natürlich mache ich das nicht. Aber das ist das, was denn passiert, wenn man es nicht festschraubt. Dann kommt er nämlich morgen wieder, wenn man jetzt nur so lässt. Knack ist das Aluminium von der Tretkurbel durchgetreten.
Neue Tretkurbel, 80 Euro mit Einbau. Danke, tschüss. Ist ja Single Speed, ne? Kostet ja ein bisschen mehr. Kann auch noch teurer sein. Müssen wir nur mal gucken. Gute Kurbeln kosten mehr. Gute Kurbeln nur dreistellig. Im mittleren dreistelligen Segment. Ja. Wo sind jetzt mit? So, schnell noch fertig machen. Wir essen zeitig. Na, ich schalte gleich mal wieder ein. Ich brauche noch ein paar Minuten über für den anderen Scheiß hier, der hier zu machen ist. Also bis gleich. Laufräder habe ich jetzt gecheckt. Das hintere läuft einwandfrei. Das vordere brauchte ein bisschen Zentrage. Das habe ich gemacht, also ein bisschen zentriert. Jo, jetzt sehe ich zum... Zu was denn? Über. Griffe. Wollte der Kollege noch. Tretlager ist gemacht. Griffe und Hörnchen fürs Kind. Kleine Hörnchen fürs Kind, fürs Teufelchen. Vorne drauf. Weil nämlich da vorne hier eine Bremse ist. Eine Bremse, ein Sattel ist hier drauf. Und der ist auf der gleichen Höhe wie der Lenker. Und das Kind muss sich ja irgendwo festhalten. Nun, wer hält sich denn bei der vollen Geschwindigkeit auf dem Rennrad zwischen den Eiern fest? Macht ja keiner an, oder? Kippt man ja nach vorne, was soll das beim Bremsen? Weg, bumm. Ne? Also geht nicht, also muss ich irgendwie das nach oben kriegen. Jetzt probiere ich mal ein bisschen rum und dann zeige ich euch, wie ich das eventuell gelöst habe oder auch nicht. So. Ja, liebe Leute, ich finde persönlich, dass ich eine gute Lösung gefunden habe dafür. Für das Problem des Anfassens hier. Das ist doch total geil, ey, für so ein Kind. Und vor allem hat man zusätzlich auch noch, wenn das Kind dann nicht mehr da ist, hat man dann nochmal zwei Griffpositionen. Also das finde ich richtig cool, ehrlich gesagt. Freut mich richtig. Ist richtig gut geworden. Lenkerband könnte man natürlich mal erneuern. Das ist jetzt noch das Originale, was da drauf war. Das sind richtig gute Hörnchen auch. Das ist jetzt kein Klump oder so. Ja. Und da kann das Kind sich vernünftig festhalten dran. An den Dingern. Dafür sind die ein bisschen weiter nach außen gerückt und das passen jetzt nicht mehr diese großen, diese langen Griffe hin. Deswegen habe ich hier so ein bisschen kürzere ran gemacht. Ja, muss er entscheiden, ob er das so will. Wenn nicht, dann mache ich es wieder ab. Das ist mir egal. Titanium-Schlösser. Das ist ja Müll, das haben, wissen wir ja. Titanium-Schlösser. Titan-Aluminium. Oder so. Ja, bin ich mal gespannt, was er sagt. So. Jetzt warte ich. Jetzt gucke ich. Jetzt werde ich sehen, was ich noch mache. Hab nicht mehr viel Zeit. Jetzt bin ich bei dem letzten Auftrag für heute. Allein wegen der Zeit, die mir noch verbleibt. Zum Quatschen. Und deswegen sage ich mal brav tschüss und ciao, auf Wiedersehen. Der Zug ist drin. Ja, und wir sehen uns morgen. Es macht wie immer Spaß. Ja, trotz des schlechten Wetters, es waren ja heute 2-3 Leute da. Das ist nicht schlecht. Und morgen haben wir ein Lastenrad schon, einen Auftrag für morgen schon, Lastenrad. Schon draußen angeschlossen, wenn es morgen früh noch da steht und nicht geklaut wurde, müssen wir dort mal das Lenkkopflager auseinanderschrauben. Das ist nämlich ein Eigenbau-Lastenrad und da klappert es drin. Nicht, dass da irgendwas gebrochen ist, das schauen wir uns morgen an. Und Bremszug und Schaltzug müssen erneuert werden. Also nichts Dramatisches, bis auf dieses Lenkkopflager. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Jo. Das ist morgen, ansonsten, ja, das war's. Schlaft gut. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Tommy.